Bitte, kommen Sie rein. Danke. Entschuldigen Sie bitte, dass es hier so aussieht. Aber seit ich allein bin, geht's bei mir drunter und drüber. Dass mir meine Frau das antun musste. Ja, gerade deswegen bin ich zu Ihnen gekommen, Mr. West. Wollen Sie wieder die alten Wunden aufreißen? Wenn Sie wüssten, was es mich gekostet hat, über diese ganze Geschichte hinwegzukommen. Ihre Frau war doch auch oft in der Nikodemus-Kapelle, als Henry Fenton mit der Montage des Triebwerks im Turm begann. Ja, es blieb alles beim Alten. Meine Frau machte sauber und ich tat meine Arbeit. In den Turm kamen wir praktisch überhaupt nicht, schon deshalb nicht, weil Fenton sich das ausdrücklich verbeten hatte. Ach so, so. Er hatte sich von dem damaligen Reverend Watson ausbedungen, unbefugte Personen, und dazu wurden auch ich und meine Frau gerechnet, sollten dem Turmaufgang fernbleiben, um die Montagearbeiten nicht zu stören. Und? Haben Sie sich daran gehalten? So weit wie möglich, Sir. Ich hatte im Grunde auch nur in der Sakristei und im Chorraum zu tun. Und Ihre Frau? Sie ließ es sich natürlich nicht nehmen, doch ab und zu die Wendeltreppe zu reinigen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Hat Fenton auch noch von anderen Leuten im Turm Besuch erhalten? Davon weiß ich nichts, Sir.